Leute, heute gibt es ein Video mit meiner Schwester. Hallo. Endlich mal wieder. Und ihr Kanal, den findet ihr in der Infobox. Denn wir haben nämlich für uns gegenseitig geshoppt, ein Outfit. Und in ihrem Video, da seht ihr, was ich für sie geshoppt habe. Also wenn euch das interessiert, dann schaut gerne in die Infobox. Und heute bin ich endlich dran und werde sehen, was sie so für mich geshoppt hat. Wir beide durften uns im Shop alles10euro.de auch in der Infobox verlinkt, nämlich gegenseitigen Outfit aussuchen. Und wie gesagt, ich freue mich und bin jetzt ganz gespannt, was sie so für mich eingekauft hat. Also ich glaube, ich fange mal mit dem Original, also mit der Hose. Hose ist aber gefährlich bei mir. Ich finde es so selten eine Hose. Ich dachte, also es ist ein anderer Stoff. Hä? Das ist einfach eine Schwanzhose, aber irgendwie dachte ich, dass der Stoff anders ist. Es ist die gleiche wie deine. Nein, nein, nein. Ah, okay. Ui, ich hoffe, ich passe da rein. Das ist so eine, die hat auch so eine Lederoptik. Ich dachte gerade, das ist die gleiche, weil ich habe für sie auch eine ähnliche ausgesucht. Im Shop alles10euro gibt es übrigens Markenprodukte. Die kosten da alle nur 10 Euro. Das ist richtig cool. Das entsteht einfach, wenn irgendwie Insolvenzen sind oder einfach zu viel produziert wurde oder so. Dann kommt es zu denen und dadurch entsteht dann der Preis. Und bei ihr teilweise, sie hat zum Beispiel eine Hose, wie viel? Die kostet 30, 35. Die Jacke auch. Und die hat dann halt einfach, oder hätte noch 10 Euro gekostet, was halt richtig cool ist. Und so, die muss ich jetzt anprobieren. Ich hoffe, ich krieg die an. Mal schauen. Oh Gott. Oder willst du mir erst alles zeigen und dann zieh's an? So haben wir es bei dir auch gemacht, ja, oder? Oh, okay. Also einmal die Hose. Bin ich gespannt. Dann habe ich so ein graues, langärmliches Pulli-T-Shirt gefunden. Pulli-T-Shirt? Nein, also kein Pulli-T-Shirt, aber es ist so dünner Pulli. So. Ach, du siehst es ja. Ah. Und da ist ein bisschen länger als vorne. Ah, okay, cool. Okay. Dann, also mit dem Kürzen machen wir am Ende. Hast du den Preis abgemacht? Nein. Das war schon, okay. Dann habe ich eine Sache, von der ich eigentlich dachte, das ist ein Armband, weil, keine Ahnung. Da sind auch Ohrringe dabei. Hä? Echt jetzt? Ja. Eine Kette? Zum Set? Ja. Oha. Habe ich für dich gar nicht geholt. Ja, ich dachte so, das ist jetzt blöd, wenn ich dir das hole, so. Anstatt auf die T-Shirt. Ja. Oha. Und ich dachte, weil du magst Perlen, so, ich weiß nicht. Ich hoffe, es gibt dich. Mir geht das auf. Das ist ja wie Geburtstag. Du musst, glaube ich, da so rausdrücken, oder? Das geht aber nicht. Natürlich nicht. Das Ah, jetzt. Ah, siehst du. Boah, voll schön. Krass, was ist das? Keine Ahnung. Aber ist das Silber? Wahrscheinlich nicht, ne? Schaut mal. Ist es schön? Voll krass. Milena gefällt. Ja, Milena gefällt und die ist begeistert. Ich finde es auch mega schön. Aber ich vertrage halt unechte Ohrringe nicht. Deswegen muss ich mal gucken. Mhm. Und weil ich gedacht habe, dass das ein Armband ist und keine Kette, habe ich halt auch eine Kette. Du hast noch eine Kette. Aber ich finde die irgendwie schöner. Hä? Ja, sie hat so voll viele Ketten einfach. Ja, das sind zwei. Ich fand die irgendwie, weiß ich nicht. Ah, oh, wenn du... Oha. Warte. Ah! Sie hat mir noch die hier ausgesucht. Die kursiert eben nicht. Richtig schön mit dem Schlüssel. Die ist richtig schön. Und das war's? Nein. Ah, noch eine Sache. Das ist das Highlight, finde ich. Also. Bäm! Eine Jacke! Oh, oha! Die hätte eigentlich 40 gekostet. Krass! Oh, die ist voll schön. Ja. Die sieht so aus. Oh mein Gott. Und das passt, glaube ich, voll gut zusammen. Mal gucken. Ich ziehe das jetzt an.
Wie schön, sind die Silber oder Gold? Oh, Rosé sogar. Richtig schön. So, jetzt seht ihr mal diese wunderschöne Hose, die sie mir ausgesucht hat. Die ist oben total eng und unten ist sie irgendwie so schwabbelig. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber danke trotzdem. Und das Oberteil finde ich ganz schön. Und die Jacke, die finde ich am allerschönsten. Die ist richtig toll. Ich ziehe die jetzt auch nochmal an. Ja, so ähnlich hat sogar meine Freundin auch eine Jacke. Mika. Die ist schön, oder? Ja, mega. Und meine Kette. Es wäre noch voll süß, wenn May jetzt so ein Türschloss hätte. Ja. Und was sagt ihr zu dem Outfit, vor allem zu dieser tollen Hose? Steht mir so eine Schwabbelhose. So, ich ziehe jetzt mal meine High-Waist-Jeans an, weil ich kann sowieso nur High-Waist tragen, weil die Hüfte so breit ist. Und ich finde nie Hosen so normal geschnitten, ne? Schon immer. War schon immer ein Problem. Nach der ersten Schwangerschaft erst recht. So, und mit der fühle ich mich viel wohler. Und kann ich euch jetzt hier auch mal zeigen, wie das geschnitten ist. Das ist nämlich hier so offen, der Pulli. Ja, und so an sich, das finde ich eigentlich richtig schön. So passt das eigentlich auch zusammen? So ja, das sieht mega schön aus. Echt? Ist das so ein Frühlingsoutfit? Ja. Schreibt mal ja oder nein in die Kommentare. Ja, oder bei mir? Gib mal einen Daumen runter! Ja, also ich find's cool. Ich gucke jetzt noch ein Spiel, weil das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Das ist zwar schon echt eng geschnitten so, aber an sich, also ich finde das doch echt schön, oder? Schön, oder? Oder? Ja. Cool, danke. Bitte. Ich habe ja hier so meinen Schal. Das wird sogar jetzt schon passen, wenn es nicht ganz so kalt ist. Ja, perfekt dazu. Knacki, geil. Voll meine Farbe. Eine Rose. Ja. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. War mal was anderes. Vielleicht habt ihr auch Lust, sowas nochmal zu sehen. Uns hat mega viel Spaß gemacht, oder? Mhm. Wir haben uns mega gefreut. Also bei ihr, finde ich, ich habe es sogar besser gemacht als sie. Ja, glaube ich auch. Also guckt, wie gesagt, gerne nochmal in die Infobox. Da sind das alles verlinkt. Und dann, wie gesagt, schreibt uns gerne, ob ihr einen zweiten Teil sehen wollen würdet. Und dann sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.